So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich Good morning freue to everybody. Mich sehr, dass ich heute hier I'm very sein happy darf. That I can be here today. And I would like to tell you something about the world of opinion research, the empiric social science. I'm working at one of the leading opinion research institutes in Germany, and of course there could be some disadvantage, but at the same time it's the oldest institute. It was founded in 1947, so it's actually 2 years older than the German Federal Republic, and so we accompanied the whole history of the German Federal Republic with our opinion research, and so we also had some opinion research on the topic we talk about today. So I want to show you results of opinion polls about climate change, what the people thought about this in the past and what they think now, and how the people react and what the people do. But it's not actually towards climate, but what the people actually mean and do, it's an echo to many different influences. So we would actually have to talk about media research, but we don't have so much time. So there are patterns which are independent of the actual situation, and there is not one big study about climate, but we had some different opinion polls about this topic over the years. And then after I showed this to you, I would like to tell you something about the mechanisms when people discuss topics like nuclear power and genetics and things like this. And there are some behavior patterns in the people that most of they show that most of the people think totally different than scientists or measuring scientists or so social scientists. Und das ist deswegen massive and that's why there are massive communication problems between the public and the scientists. So first of all, the climate change itself, what do the people say about this topic? We had different opinion polls and different questions, and you will see how it works. For example, there are card games, and there is one thing on each card, and the people have to order this. So in February, March 1992, there was an opinion poll. What are the concerns of the people, what they are personally concerned about, and depending on the everyday policy, there are different opinions, but there are things that are general concerns, like that the prices will increase, and the topic of the climate is also one of the most frequent concerns. One third of the people said that they are concerned about the climate. And when we look at the year of 2007, so this is a time lap, 15 years later, a different question, but it's similar. So when you think of the next 10 or 20 years, what will be the biggest problems in the world then? What's your opinion? Which problems have to be solved? So climate change is in the first place. And this was a specific political situation at this time. So this topic
was debated a lot in the public, and then there is a big gap, and then there is the assurance of energy supply and so on. And now we go to January of this year, again the question about the concerns. This time there were no cards but a list, and the people had to select what they are concerned about, and so climate change went back to where it was 20 years ago. So in this case it's in the sixth place. So 44% of the people are concerned about climate change. So there is a certain fluctuation in this topic, and you can see this also from other questions. For example, the question, if you are personally feel that you are threatened by global warming, in 2007, 28% of the people said that they felt a personal threat. Today it's only 20%. So it's not so much less, but it's really significant. It's not just by incident. Und wieder noch eine andere Frage, wie große Sorgen machen Sie sich um die Erderwärmung und Sie sehen, how big are your concerns about global warming? So in 2007 the year was a very special year for this topic, and then in the year 2010 there were less concerns, so about the same level as in 2004. So there was a typical und folglich wächst auch der Anteil increase of this topic for 7 years. In der öffentlichen Diskussion würden die Gefahren, also the share of the die aus einem say Wandel des Klimas that, erwuchsen, the harms, the risks, the dangers of the climate change are über den Zustand der Umwelt exaggerated. Und gehört haben. Was meinen Sie, werden die Gefahren im Allgemeinen so übertrieben oder the question werden sie was, are the risks exaggerated? 1995 zum ersten Mal gestellt, die Frage. Da so this was the question in 1995, also, the first oder werden sie angemessen dargestellt? Der größere Teil der Bevölkerung sagt, sie werden angemessen dargestellt. So most of the people say that they are talked about in a normal way. Aber so, es sagt immerhin ein Drittel. But one third im Jahr 1995, in the year 1995, das sagen heute noch 17%. Umgekehrt ist der that it's not this important, but this went back to 17% and now are more people that think that it's exaggerated. Ich bin alt genug, mich daran zu erinnern. Sie können sozusagen die Ankündigung der Apokalypse in 50 Jahren und noch 10 Jahre Zeit zum Umkehren, das können Sie 10, 15, 20 Jahre aufrechterhalten und dann irgendwann wird es dann immer noch kommen. Dann verliert man allmählich die Glaubwürdigkeit bei der Bevölkerung. So, for example, the dying of the forest. And with the years, people are not so much interested in this anymore, and that's the same also with climate change. So there are different opinions, what are the tasks of politics, of politicians. So this was a question we asked people. There was a study 2.5 years ago, and the question was, leben wir eigentlich in einer Gesellschaft, in der are we living in a society die Sphäre des Politischen immer mehr ausgedehnt wird und die Politik für immer mehr und mehr Dinge zuständig erklärt wird, mit der Folge, dass das natürlich Frustrationserfolge hat für die Politik. Glaubt denn sozusagen diesen Erwartungen auch genügen zu müssen? Ja, fühlt sich dafür alles mögliche zuständig, auch für Gebiete, bei denen sie im Grunde gar nicht viel bewirken kann? Weil sie nicht viel bewirken kann, sorgt das für Enttäuschung, das ist durchaus eine problematische Entwicklung. Also haben wir verschiedene Aspekte abgefragt, auch das Stichwort, dass die Erderwärmung nicht weiter zunimmt. For example, also that the global warming is not increasing anymore, and about half of the people told us in November 2011 that this is the task of the policy, of the politics. Daten Sie werden gleich noch ein paar Beispiele sehen auch. And I told you about the age of our institute, how old our institute is, und das geht natürlich nicht. So of course at the end you know which question you would have to ask 50 years ago. So it would have been nice if we asked this question in the 1970s. I wouldn't think that half of the people would think that politicians are responsible for weather. Zurzeit liest oder hört man ja recht häufig, so dass es auf der Erde einen Klimawandel gibt, dass die Erde sich zunehmend erwärmt. Wie sehen Sie das? There is a global warming and that there is a climate change. What do you think about this? Is this a new development or did this exist already before?
So this was asked in May, June 2007, and this topic was very important for the people, and 37% said that this is a new development, it didn't exist before, but half of the people say that it already existed in the past. Ach so, nee, das kommt später noch. Also durchaus ein erheblicher Teil der Bevölkerung sagt, so das ist einzigartig, das gab es so noch nicht, wenn es auch keine Mehrheit ist. Say that this is something new, this is something unique, auf die eine oder andere Art und although Weise. It's not the majority. Gestellt, and then there is the question, gab, if you can really see this already. And so when there were several weather conditions, we asked if this is the result of climate change. So in August 2002, we had a big flood and there were heavy rainfalls and so on. And we asked the people if this is the result of the global warming. And 60% of the people said that this is the result of global warming. In 2007, we had a very hot early summer. Jawohl, das ist ein Anzeichen für den Klimawandel. We ask also etwas if, weniger, aber doch durchaus eine relative this is Mehrheit the result of climate change and 48% of the people said yes. Sehr lang anhaltenden, besonders and then kalten Winter last year, when we had a very cold winter and very long winter, and one third of the people said this is the result of the climate dafür, change. Was, so this is an example framing what psychologists or media psychologists call framing. So you have a certain frame in your head and news or events, things that happen in your environment, you put into this frame. And so when you think that you live in a world where you have climate change, so any event is put into this event, into this frame. Das, was ich Ihnen gezeigt habe, so what I showed you so far, aktuelle Dinge der these jeweiligen are current things of aber the es sind nicht time, nur, we oder es sind vor allem auch nicht Reaktionen auf die eigentliche, tatsächliche Wetterlage oder gar Reaktion auf eine vertiefte Kenntnis, sondern wir haben es mit relativ knowledge. Stabilen Antwortmustern zu tun, die auch in anderen Zusammenhängen patterns immer are relatively stable, sind. Beispielsweise gibt es dieses contexts, for example also im Juli 1953, so in July 1953 ist die erste Umfrage nach dem Aufstand vom 17. This was the first opinion poll of Westdeutschland zwar kurzzeitig große Aufregung erzeugt after hat, aber schon the nach rise wenigen Monaten in, oder nach Wochen eigentlich 1953 nicht mehr im Hauptfokus stand. And das war so der Grund it was Frage. Not können Sie mir the sagen, main ob Sie in den news Wochen anymore. Über das eine oder andere ausführlicher so mit was, anderen Menschen gesprochen haben. Sie sehen den Aufstand vom 17. Juni an erster Stelle and you als unmittelbare Resonanz des Ganzen. In Eastern und Berlin dann kommen and in, die offensichtlich damals stattgefunden habenden Unwetter, also das Wetter topic, von zwei Drittel then, der Bevölkerung the weather, genannt. There was some, bad eine weather von der Logik her summer. Gleiche Frage im Vorfeld des Bundestagswahlkampfes letzten question, Jahres. Hier ist eine Liste mit verschiedenen Themen, worüber haben Sie sich in letzter Zeit häufiger mal unterhalten. Da sehen Sie das Wetter an erster Stelle. Last year, und in der Tat bei so solchen Fragen ist immer das Wetter in, mit in der Liste. Das ist nämlich der wichtigste Punkt überhaupt. Warum? So weather erst will das, be always eine Benchmark part of the list, der, because weather is the most important item. Nennen, it's like a benchmark. It's wirklich like wichtige comparison. Themen erkennen Sie daran, dass über Sie so häufiger gesprochen you wird als über das Wetter. Find out that, really in diesem Fall im August 2013 more frequently than, war der Befund, about the dass die politischen so Themen August 2013, überhaupt keine Rolle spielten. Es war ein geradezu schläfriger Wahlkampf, das that, war der Hintergrund dieser Frage. Aber Sie sehen, das Wetter ist immer mit an der Spitze, ja, egal wie Sie role, but, the und immer klingt der Gedanke topic, mit, das Wetter ist irgendwie about. Vom Menschen verursacht. And, as always, was glauben Sie, warum das Wetter in diesem Jahr, also 1955, that, so unbeständig ist? Was glauben Sie, kommt das von den Atombomben oder glauben Sie das nicht? So in 1955 49% we asked der Westdeutschen waren im August 1955 der Ansicht, man hätte so schlechtes Wetter wegen der Atombomben. And in August 1955, 49% 1979 kann ich nicht daran erinnern, ich konnte nicht zur Schule, weil ich komplett eingeschneit and war in 1979 there was a lot of snow and im I Winter wasn't war able to das go Wetter to ja in vielen school. Gegenden ziemlich streng und kalt. And so the question was, in winter time Eiszeit. We had a very strong winter, immerhin 12% very cold. Das ist mehr als völlig belanglos there be a in der Ansicht, also ice wir kriegen age. Eine neue Eiszeit. Will ich mich überhaupt noch an den nuklearen Winter erinnern? And so 12% said des, there will be a new ice age. Der katastrophalen Klimaerwärmung war.
1981 stellten wir die Frage, wenn Sie einmal an Ihre Kindheit zurückdenken, war damals das Wetter eigentlich besser? 60% der Bevölkerung sind der Ansicht, in meiner Kindheit war das Wetter besser. And 60% of the people think das that, ist noch the nachvollziehbar. During, their childhood. Das ist noch nachvollziehbar, denn Anfang der 80er Jahre gab es verflucht verregnete Sommer, daran kann ich mich nämlich noch erinnern, frustrierenderweise. Aber jetzt gucken wir mal eine Generation später, was kommt denn raus, wenn man das im Jahr 2005 fragt? And when we ask the same genau dasselbe. Question in 2005, das Wetter war früher immer besser. So people always think that the weather was also das sind, glaube ich, Dinge, die man im Hinterkopf haben muss, wenn man sich ein bisschen die Reaktion der Bevölkerung vor Augen. So you have to think about this when you look at the reaction of the people. Auch mit Blick auf die Zeit. Was steckt denn dahinter? Ganz kurz, auch mit Blick auf die Uhr. What is the background of this? Man kann sich sozusagen über sowas belustigen, ja, und so of course you can laugh about this and you can have fun. Aber eigentlich ist Hochmut fehl am Platze, sondern was wir dort sehen, this is not the correct reaction because what you can see there Echo is the echo. Bei einer spielerischen Zusammenhang in diesem Fall. Das Echo von einem durchaus schwierigen Kommunikationsproblem. Of a very difficult communication problem. Ganz I already started to talk ganz about andere this. Kategorien, ganz there andere Beobachtungen bei der Bevölkerung als in der Wissenschaft. Different also ein Wissenschaftler, observations of jeder, the people, der mal auf einer Podiumsdiskussion war, kennt dieses Gefühl, sie glauben, sie haben schlagende Beweise. So you think you und führen die vor und sie werden entweder evidence, nicht verstanden oder sie werden umgedeutet oder das Gegenteil verkehrt und dann kommt irgendjemand und sagt, was irrelevant ist und das wird als Gegenbeweis akzeptiert. Tells das liegt daran, very dass das Publikum in der Regel like völlig andere Kategorien hat. Und das führt zu so the public, beispielsweise in different ein wesentliches categories. Element in diesem Zusammenhang ist, and one important element in this die Kategorien von is that the categories statistischen Größenordnungen jedweder Art, die in der Wissenschaft selbstverständlich sind, für weite Teile der Bevölkerung praktisch nicht zugänglich sind. Sciences, einfachste Beispiel, mal Sie erkennen daran, erkennen Sie daran, dass people, die Wahrscheinlichkeit, people, den Jackpot im Lotto zu gewinnen, erheblich geringer ist, als das Risiko vom Blitz erschlagen zu werden. Das sind fast this. Die Hälfte der Bevölkerung nicht daran, regelmäßig Lotto zu spielen. Da haben so Sie, to win wenn Sie in a lottery, ein einfaches Beispiel dafür. There is less chance to win in the lottery than das führt to zu, get hit by lightning, beispielsweise but still many people play von Risiken. The lottery. Kommt es vor, dass Sie Angst haben vor etwas, so, was auf dieser Liste steht? About, da wird eine fears, Liste and there was a list und of different wenn Sie dann fears, schauen, welche Punkte dort genannt werden, dann ist see, das zunächst mal durchaus kind of realistisch. This is, also das heißt, die Befürchtung, sobald Sie das persönliche Alltagsleben so betreffen, stimmt auch mit den tatsächlichen Risiken überein. An der Spitze steht das ja, dass ich unheilbar krank werde. So 44% sagen, Sie haben da öfter mal Angst vor. Das ist auch nicht unrealistisch, denn früher oder später erwischt es die meisten. Dass man Einkommen beim Ruhestand sinkt, das hat auch ein bisschen was mit dem Befragungszeitpunkt zu tun, 2011. Also das ist nicht so, dass die Bevölkerung unrealistisch ist. In ihrem Alltagsleben sind die meisten ja sehr lebenstüchtig. Aber wenn es ein bisschen abstrakter wird, wenn es ein bisschen weiter hinten in die Liste geht, gibt es ein paar interessante Details. So ist beispielsweise der Anteil derer, fears, die fürchten, durch Konservierungsstoffe in Lebensmitteln krank zu werden, spürbar so, höher, als der Anteil derer, die fürchten, durch verdorbene Lebensmittel krank can, zu werden. Nun sind Konservierungsstoffe aber nach meiner Erkenntnis nicht verantwortlich food, für eine nennenswerte Zahl von Erkrankungen, außer vielleicht die eine oder andere Allergie. That aber they es could, gibt jedes Jahr eine ganz erhebliche Zahl von Menschen, food. Die durch verdorbene Lebensmittel krank werden und actually, nicht wenige von real uns verdanken Konservierungsstoffen people, ihr Leben. Ja? Das ist aber sozusagen because of spoiled food and conservants will minimize jedes Jahr sterben, risk. Wenn ich auf dem Laufenden bin, in Europa 50.000 Menschen an Infektionen, die sie sich im Krankenhaus zuziehen. And, another ganz, example, ganz schweren medizinischen Problemen people, der Gegenwart. Will die das löst gleich of viel Angst aus, die Befürchtung, in dass es hier in der Nähe, so ist die Formulierung, but it's in einem Kernkraftwerk zu einem Unfallanfall kommt. Das schließt all die Gebiete ein, wie zum Beispiel ganz Ostdeutschland, wo es weiter kein Kernkraftwerk gibt. Also da sehen Sie plötzlich, ja, da gibt es eine Missverhältnis zwischen tatsächlichen Risiken und no gefühlten Risiken. Nuclear power station nearby. Man könnte viel über Medienberichterstattung sprechen. So we could talk about media mache ich jetzt and, nicht, weil ich noch was anderes zeigen will, so aber wenn Sie es we interessiert, gibt ein sehr schönes this. Buch des Statistikers Walter Krämer mit dem hübschen nice Titel book, Die Angst der Woche. Statistics of Walter Krämer, The Fear of the und Walter week. Krämer hat sich mal die Mühe gemacht und die Berichterstattung Krämer, untersucht, verschiedene Tageszeitungen über ein Jahrzehnt hinweg, in denen Begriffe BSE, dioxinbelastet, Schweinegrippe und Asbestversorgung vorkommen. Alles Begriffe, die für Risiken stehen, sozusagen an der Grenze der Irrealität sind, also sozusagen gemessen an tatsächlichen Lebensrisiken so zu vernachlässigen. Und
these are not everyday risks, actually. Zeitungen, in denen diese Begriffe am häufigsten vorkommen, drei deutsche waren. Four newspapers, also where this news showed up, there were three German newspapers. Über die Emotionalität der Deutschen sagen. So, this is a German problem. Überspringe das aber, weil ich Ihnen noch etwas zeigen möchte. We don't talk about this now because I want wir to show you something else. Wir leben dazu in einer Gesellschaft, nämlich, we live in a society, in der das Rationale einen hohen Wert besitzt. Wenn Sie fragen, wie Sie Ihre Lebensentscheidungen fällen, has got a big value. Auf welchen Gebieten man nach dem Bauch oder nach dem Kopf entschieden hat. So when you wenn man ask fragt, people wie man sich if selbst fühlt, dann fühlen sich die meisten Menschen sehr vernünftig. To their head und das ist ein gesellschaftlicher Wert, das heißt people think they are very reasonable. Das ist die Tradition der Aufklärung, die dahinter steckt, hat einen hohen Stellenwert. Der Irrationalität wird aber die höhere Moral zugesprochen. Irrationalism, und das ist etwas, was natürlich auch unser people Thema think there is a higher moral to this. Dahinter steckt, ne, auch das überspringe ich, nee, doch nicht. Now I will talk about this now. Dahinter steckt zunächst mal eine gewisse Grundhaltung. Eine davon ist die Vorstellung, dass das Leben immer gefährlicher wird. Basic attitude. So people think ob unser Leben in der heutigen Zeit gefährlicher ist als noch vor 20, 30 Jahren, darüber kann man verschiedene Ansicht so sein. Was meinen Sie, halten Sie das Leben jetzt für gefährlicher oder für weniger gefährlich? Und Sie sehen, das ist fast ein Topos, würde der Literaturwissenschaftler sagen, dass man sagt, das Leben ist gefährlicher geworden. So die Hälfte people der always sagt think, das. In den half Ländern of the people sogar think noch mehr. That aber wenn life Sie von heute an 30 now. Jahre zurückdenken, dann sind Sie in and den Endjahren der think, DDR. Sie werden back, it's wenig the Belege dafür of the dass das Leben GDR. Heute gefährlicher ist als so damals. You won't get, Sie müssen auf die Lebenserwartung that, gucken, die Unfallzahlen und andere life is riskier now than then. So when you think of aber wenn Sie in einer Gesellschaft schnell Konsens like herstellen wollen oder leichten Applaus generieren wollen, müssen Sie sagen, but ja, da sind wir uns alle einig, dass es heute alles viel, from viel gefährlicher ist als früher. Then you have to tell them that it's now much more dangerous than earlier than in the past. Die so Folge that's ist, how the people see dass jedwede Art von Fortschritt beispielsweise so als Risiko means, im Zweifel wahrgenommen wird. Glauben Sie, dass der technische Fortschritt mehr Sicherheit oder mehr Risiko birgt? So when we ask people if the technical progress is safety or risk. Was hat das für Folgen? Es hat zur Folge, dass rationale, sachliche Argumentation in der Gesellschaft Empörung auslösen kann. So that means when hier sehen Sie etwas, was wir den Emotionstest nennen. Die Frage geht wie folgt. Ich möchte Ihnen einen Vorfall erzählen, der sich neulich bei einer Podiumsdiskussion über, in diesem Fall ist es die Sicherheit von Kernkraftwerken, die Themen können so Sie beliebig ausbauen. So there was a panel discussion about the safety einige of Experten nuclear sprachen power über die Risiken, stations. Den Stand der Forschung experts, und die Sicherheitsvorkehrungen. Talked about plötzlich springt ein Zuhörer auf und ruft etwas in den Saal. Wenn Sie das bitte einmal lesen. Dann wird das Bild überreicht, was Sie dort links sehen. Und er sagt, was interessieren mich Zahlen und Statistiken in diesem Zusammenhang? Wie kann man people überhaupt say, so kalt über ein Thema reden, bei dem es um unsere Gesundheit und unser Leben geht? So important in this und die hinterhältige context, kleine Frage lautet, würden Sie sagen, er hat ganz recht oder nicht recht? That the risk and, wenn Sie our das mit dem Kopf betrachten, können Sie eigentlich nur zu dem Schluss kommen, er hat nicht recht. Denn was, wenn nicht so die Faktenlage, you think about sollte this eine solche Diskussion rationally, bestimmen? Then, Sie werden aber stets say, Mehrheiten in der Bevölkerung finden, right, die sagen, wer Aufspringer there werden, is still etwas erlaubt nehmen, habe of recht. The people in diesem Fall, 2010, Thema Kernenergie, waren 65%. Right. Sehen Sie das als stellvertretend so für Ähnliches, bei auch diversen anderen. Manchmal reitet mich dann die Bosheit und dann habe ich das noch etwas weitergetrieben so und I habe die Frage this, etwas abgewandelt. And I changed the question. Gleiche Situation, Podiumsdiskussion, in diesem Fall geht es um Gentechnik. About, genetics. Und diesmal sagt er aber nicht, wie kann man so kalt reden, sondern was interessieren mich and Zahlen und Statistiken in diesem Zusammenhang? Gentechnisch veränderte Lebensmittel machen mir einfach statistics Angst. Are not so und wieder kommt die Frage, case, würden Sie just zustimmen afraid oder nicht zustimmen? Diese Aussage ist ohne food. Jede Relevanz. Ja, so ob er Angst hat oder nicht, spielt sozusagen eigentlich keine sachliche Rolle. Statement is not relevant if the person is er sagt noch nicht mal, das ist vielleicht not. Falsch, was der Wissenschaftler da sagt. Kann man ja sagen, stimmt alles gar nicht. Es gibt andere Studien, die das Gegenteil he behaupten. Even das say ja that, the scientist is nein, er not sagt, correct. Ich habe Angst. He just says dieser that Satz I'm reicht, afraid. Um die Bevölkerung auf seine Seite and zu ziehen. Wenn Sie in einer Podiumsdiskussion sind und eine sachliche Argumentation liefern und dann sagt einer, aber ich habe Angst. Dann können so Sie als Experte when somebody eintragen. Says, but I'm afraid, the experts 57% der Bevölkerung sagen, ich würde so zustimmen. Und wenn man dann noch nachfragt, wer ist denn sympathischer, der Wissenschaftler oder der Zuhörer, dann schlagen sich zwei Drittel der Bevölkerung auf Seite and des Zuhörers. Of the people think das war jetzt Gentechnik. Jetzt kommen wir nochmal zum Klima zurück. Wir haben auch the zum Thema Treibhauseffekt diese Frage mehrmals gestellt. Ja, and now the greenhouse effect.
Zwei Experten sprachen darüber, was die neuesten Statistiken und Messungen sind. Times, so two experts und da sagt jetzt, was interessieren mich Zahlen und Statistiken in diesem Zusammenhang, wie kann man überhaupt so kalt reden? Und was Sie sehen, ist, dass der Anteil derjenigen, die sagen, wie kann man überhaupt so kalt reden über ein Thema, über das unsere Zukunft entscheidet, abnimmt, und zwar auf ziemlich niedrigem Niveau. Topic, Sie haben eben die Zahlen gesehen zum Thema Gentechnik, zum Thema Atomenergie, wo das zwei Drittel waren, die sagen, der Aufspringer hat recht. Bei Ihrem, unserem Thema hier, waren es mal, sagen wir mal, die Hälfte der Bevölkerung Anfang der 90er Jahre, die sagen, der Aufspringer habe recht, heute ist es noch ein gutes Drittel. Und der Anteil derer, die sagen, er hat nicht recht, hat zugenommen, interessanterweise auch in dem Aufregungsjahr 2007, ein relativ hoher Wert. Think that he is not right, also increased. And in the year 2007, unabhängig von der tatsächlichen Relevanz, erreicht dieses Thema abseits der relevance, des üblichen Wetterfolklore, möchte ich mal nennen. Ja, früher war das Wetter besser und das Anspannung, eine wirkliche Aufregung über dieses Thema gibt es abseits bestimmter Medienkonjunkturen bei der Bevölkerung aber sehr begrenzt. Topic does not exist in public. Thank you very much. Ganz herzlichen Dank, Herr Petersen. Sie haben mit wenigen trockenen Beispielen diese grundsätzliche Situation sehr, sehr anschaulich und in meinen Augen wunderbar illustriert. Es ist noch Zeit für einige Fragen oder Kommentare. Herr Schönwiese, bitte. Mr. Schönwiese. Sprechen Sie bitte ins Mikro. Please use the micro. Ja. Soll ich ein Mikro holen? Ja, bitte. Oh, Verzeihung. Ja, vielen Dank für den sehr interessanten Einblick. Jetzt ist es ja so, die Ergebnisse von Meinungsumfragen, das ist das eine, und die Gründe, warum die Leute sich so oder so entscheiden, ist das andere. Und jetzt wäre es für mich interessant zu klassifizieren, wenn also die Leute gewisse Meinungen äußern. Sie haben es ja mit dem Emotionstest schon begonnen, also die eine Frage wäre, entscheide ich also ohne Hintergrundwissen aus dem Bauch heraus emotional oder entscheide ich, weil ich mich informiert habe? Und da wäre es also interessant zu klassifizieren nach Personengruppen, die also sagen, ich habe mich über das Thema informiert und äußere deswegen meine Meinung, oder andere, die sagen, ich habe mich nicht informiert, ich habe einfach das Gefühl, es ist so und so. Also da kann man natürlich noch sehr ins Detail gehen. Ja, Sie haben bei jeder Umfrage eine Vielzahl von Informationen über die verschiedenen Personengruppen, Bildungsstufen. Hätte man jetzt eine Schwerpunktstudie zu dem Thema, würde man natürlich noch viel, viel mehr Fragen stellen. Und natürlich reagiert Informierte anders als weniger Informierte. Questions would be asked, and the informed Thema, person would react differently from Information uninformed ist eine sehr subjektive Sache. So information is a very subjective matter. Generally, es gibt im Grunde, you open the next bottle, so to say. Können Sie die Bevölkerung mit Informationen überschütten und dann fragen, fühlen Sie sich informiert und dann sagen, power das ist informiert out, power out your also da haben Sie sehr, da könnte man noch sehr use that and try to inform yourself. So. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr. Sie haben über Sicherheit, über Risikobereitschaft gesprochen. Gibt es da Untersuchungen über die verschiedenen Altersgruppen? Das heißt, wir gehen demografisch in eine ältere Gesellschaft. Ist es bei den Älteren mehr stärker so, dass sie nicht risikobereit sind? Das ist meine Frage. Ja, so ist, ich habe leise weinend einiges rausgenommen, sonst hätte ich Ihnen genau das gezeigt. Es ist so, wenn Sie beispielsweise fragen, was ist wichtiger, wissenschaftlicher Fortschritt oder soziale Sicherheit, das ist jetzt sozusagen mal stellvertretend für dieses Muster, ja, dann sagt die ganze Bevölkerung, die soziale Sicherheit ist wichtiger. Social safety, social aber die Älteren sagen es häufiger als die Jüngeren. But of course the older people say die Frage, ist es ein Kohorteneffekt oder ist es ein Alterseffekt? Wir sagen, ist es so, dass wir einer Gesellschaft entgegengehen, die innovationsfreundlicher wird? Die Antwort lautet, in gewisser Hinsicht ja. Is it because of the age? One is the demographic könnte man factor, zeigen, of course aber der Hauptgrund ist der, dass je älter Menschen werden, umso wichtiger wird ihnen Sicherheit. The more jedweder Form. We want to have security, ob es soziale Sicherheit ist oder innere Sicherheit, Schutz vor Überfällen, security or Während sozusagen
das Gefühl, etwas muss sich weiterentwickeln, man muss sozusagen life, noch was werben, man will was aufbauen, das wird natürlich weniger wichtig, je älter man wird. So the older you das heißt, get, the less you look Gesellschaft into the future for doing things and changing things. So, ja, eigentlich wollte ich jetzt noch was anstellen, das ist mir wieder entgangen. Ich habe in diese Sache mit der, ich habe Angst. Ja. The topic as das I'm afraid. War für mich, ich habe es nicht richtig verstanden, weil, oder ich sage, es gibt zwei Deutungsmöglichkeiten. Wenn jemand sagt, ich habe Angst, und sie stellen diese Frage jetzt anderen, ob das richtig ist, und die anderen fühlen auch diese Angst, dann ist das ja völlig in Ordnung über das Thema. Es geht ja nur darum, ob in dem Moment das als Argument gesehen wird, dieses abzulehnen, sei es die Gentechnik oder die Atomenergie. Und das ist für mich nicht klar rausgekommen. Lehnen die das deshalb ab oder sagen sie einfach nur, ich habe auch Angst davor? Dass man davor Angst hat, das ist ja etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Und das ist verständlich. Also da argumentieren Sie jetzt sehr intellektuell und natürlich völlig richtig. Nein, das meine ich gar nicht. Natürlich ist es legitim, diese Angst zu haben. Aber das ist sozusagen eine Differenzierung, die im Alltag im Grunde kaum eine Rolle spielt. Normally, aber ich habe Angst, ist im Grunde in den allermeisten Fällen ein Stellvertreter für, ich bin dagegen. Is very often an argument to say I'm opposed to something. Ich könnte es Ihnen zeigen, vielleicht glauben Sie mir einfach. Sie sind in Ihren Darstellungen sehr weit für mich, also in den 60er Jahren geboren, in der Zeit zurückgegangen. Und für mich hat sich in den 80er Jahren die Berichterstattung sehr geändert. Das heißt, durch die Einführung des Privatfernsehens. Durch die Einführung des Privatfernsehens auch in folgenden haben die Öffentlich-Rechtlichen meiner Ansicht nach nachgezogen. Kann sich oder lässt sich dieser Knick abbilden? Er lässt sich abbilden, aber da rede ich jetzt von anderen Leute untersuchen, nicht meine eigene. Er lässt sich abbilden beim Thema Gentechnik, wobei das Privatfernsehen nicht der entscheidende Punkt ist. Private television is not sondern a point das fällt zeitlich zusammen. Es ist eine Koinzidenz, innerhalb der Berichterstattung öffentlicher Sender oder auch der Zeitung beobachten. In the newspapers, beim Thema Gentechnik kann man zeigen, beim Thema Atomenergie kann man zeigen, dass sich der Tenor der Berichterstattung verändert hat und die Bevölkerungsmeinung nachfolgt. Über Jahrzehnte hinweg. Da gibt es Studien von Hans-Matthias Kemplinger, ein Mainzer Kommunikationswissenschaftler, soweit ich es irgend sehen kann, beim Thema Wetter und beim Thema Klima ist der Effekt geringer. Das ist das, was ich versucht habe zu zeigen. Ja, es ist trotz phasenweiser großer öffentlicher Aufregung. There are outrageous moments, but the resonance response in the public is lower, because weather is an everyday topic. Sie finden immer um hier jemanden, der Ihnen über Medienwirkung redet und sagt, es wird viel zu wenig in der Öffentlichkeit darüber geredet. I'm involved in aber Sie findet auch Ihre Grenzen, and you always find people speaking about media, but media cannot do everything, because there where people act on their own incentive. So weather is one of the personal experiences, spheres. Die Atombombe und mal ist es die Klimaerwärmung und mal ist es die neue Eiszeit. Atomic bomb, also da gibt es immer sozusagen so ein Grundrauschen kind Thema, of background noise in this topic. Deswegen jetzt der etwas geringer aus. So, but for weather it's different because it's an everyday topic. Herr Petersen, Sie haben ein wunderschönes Beispiel gebracht, dass die Denkweise des Normalbürgers anders ist als die der Naturwissenschaftler, die da messen, gestürzt sind Ingenieurwissenschaftler, die messen also auch. Und zwar haben Sie das Beispiel mit dem Winter im vergangenen Jahr gebracht. Da ist ja durch die Medien gegangen, als wenn das das Schlimmste gewesen wäre. Ich habe einfach mal die Temperatur, die Kältesumme von Leipzig und von Dresden genommen, da war es überhaupt kein strenger Winter. Und selbst wenn man den März noch dazu nimmt, vier Monate, war immer noch kein strenger Winter, zumindest nicht im Flachland. Aber eingeprägt haben sich im Februar 14 Tage etwa, wo es schweinekalt war, wie man da so sagt. Und genau das ist es dann, also zwischen gemessen und gefühlt, ist immer ein himmelweiter Unterschied. Und wir merken das natürlich gerade hier an der Klimafront, wenn wir da ganz vorne stehen, wenn wir uns mit den Gegnern, mit den Leugnern auseinandersetzen müssen, da kommt das ganz genau heraus, weil die was ganz anderes empfinden. Because the feeling is different also from what we measure. Muster, das hat natürlich jetzt auch was mit Medienstrukturen zu tun. Ja? Man, we also have media structures. Es ist immer schön, wenn man eine Sensation zu melden hat.
Also dann gehen sie dann halt an einem kalten Tag an den berühmten Fundensee, having sensations and to having big headlines. And you even can, it's also where you place the temperature, you can even put it into cold water or close to the ice. Or for example, if it's a hot day, then you can go to the asphalt and freshly paved roads in order to measure high temperatures. So you have, of course, a certain manipulation. Sie haben uns gezeigt, dass 2007 das Thema Klimawandel eine wesentlich höhere Bedeutsamkeit climate change was gehabt hat als quite a topic more than before and in dem Zusammenhang auf, dass es da gewisse Parallelitäten auch über die Berichterstattung in den Medien, insbesondere im Fernsehen, gibt. Also zum Beispiel 2007 war ja das Jahr, als der vierte Sachstandsbericht des sogenannten Weltklimarates veröffentlicht wurde. Da wurde sehr breit, auch in den normalen Nachrichten, in Heute-Journal, Tagesthemen etc. darüber berichtet. Jetzt, als der fünfte Sachstandsbericht veröffentlicht wurde, hat das eher nur eine marginale Rolle an nachgeordneter Stelle gespielt, aus meiner Wahrnehmung. Sehen Sie von Ihren Untersuchungen auch solche Parallelitäten, was jetzt die Stellenwerte in der Bevölkerung anbelangt und die Medienberichterstattung? Ganz klar, das ist in der Kommunikationsforschung das Feld der sogenannten Agenda-Setting-Forschung. This is part of the agenda-setting research. You can das, was wir in Zeitungen oder im Fernsehen sehen, sind natürlich Dinge, die von einer vergleichsweise kleinen Gruppe von Menschen ausgewählt werden. Something selected by a rather 100 small Jahren group sprach of Walter Lippmann, der Begründer der modernen Kommunikationsforschung, schon von der the founder Gatekeeper. The ja, das ist dann also, stellen Sie sich vor, so was die DPA sehen, 20 Zeitungstitel. Aber wenn Sie gucken, was da berichtet wird, dann sind das meiste DPA-Meldungen. Das ist völlig legitim. Sie brauchen ja sozusagen eine Infrastruktur, mit der Sie das Ganze organisieren können. Das heißt, es gibt im Grunde einen vergleichsweise kleinen Kreis von Leuten, die müssen jeden Tag neu entscheiden, was ist jetzt der Meldung wert und was nicht. Da gibt es verschiedene Kriterien, die Aktualität, die Nähe, die Reichweite eines Ereignisses, die Neuigkeit range of impact und of je nach dem an event Umfeld or whatever. Und je nach dem Gewohnten and steigen da Themen auf und ab. We have ups and downs of what topics are brought to the fore. Und was man sehr schön zeigen kann, ist, wenn Sie die Berichterstattung über verschiedene Themen, sei es die Inhalte, sei es auch die Wertung, im Zeitverlauf beobachten und dann die Umfragen daneben legen, dann gibt es Dutzende Fälle, wo Sie zeigen können, erst verändert sich die Berichterstattung über ein Thema und dann folgt die Bevölkerungsmeinung nach. Ist ja auch vollkommen logisch, wo sollen die Leute ihre Informationen herhaben, wenn sie aus den Massen leben. Was weiß ich über Frau Merkel, was ich nicht aus der Zeitung habe? Also das ist deutlich so und mittlerweile auch nachweisbar. Weil lange Zeit die große Krux der Medienwirkungsforschung, dass sie diese Banalität beweisen musste, weil sie sonst abgeschritten war. Research had a lot to do to demonstrators and did demonstrators. Lieber Herr Blume, haben Sie Verständnis, dass wir Dear das auf die Kaffeepause verschieben? I'm very sorry, but we have a narrow... Danke.